Du! Fürst Renier? Der Papst marschiert nach Nordosten. Verfolgt ihn. Geht es euch auch gut, mein Fürst? Uruguba auffragen, Meister sein! Macht schon! Genau, wir gehen jetzt nach Nordosten. Das ist unser nächstes angestelltes Ziel. Achtung vor diesen. Fürst Renier? Tja! Es gibt hier ein paar Probleme mit diesen Visionen, die Renier immer hat. Die kündigen natürlich nur Unheil an. Was es damit genau auf sich hat, werdet ihr noch erfahren. Jetzt lassen wir erst einmal die Bogenschützen, die Sturmretter vom Himmel holen. Und warum Renier Visionen hatte, wo er den Papst sah und wo er Rezin sah, werden wir dann noch früh genug erfahren. Jetzt schalten wir erstmal hier diese Paladine aus. Sind ja nur noch diese zwei Pala-Einheiten hier. Sag mal, müsst ihr mich so stressen, was anderes? Okay, dann machen wir es halt wieder so im brennenden Modus. Der hat übrigens auch einen Vorteil noch, auch wenn René so langsam ist. Aber ihr habt es ja vielleicht schon bei den anderen Helden gesehen, dass man, wenn zu viele Soldaten auf einen eindringen, sich in Klingen verfangen kann. Und das ist unwahrscheinlicher, dass das dann passiert mit Renier, so wie er in Flammen steckt. Wow, die haben es tatsächlich geschafft, mich auszunocken. Aber ich bin back to life, wie man so schön auch sagen könnte, ne? Da hinten fühlt sich einer wieder ganz toll. Aber das unterbinden wir. Hopp, hopp, hopp. Und gleich ist der Kollege ausgeschaltet. Genau. So. Begeben wir uns in unser Zielgebiet. Eigentlich. Beziehungsweise wir suchen jetzt erstmal im Nordosten dieser Karte den Papst. Das ist also hier hinten irgendwo in der Ecke. Da müsste er sein. Sollte er sein. Wollen wir es hoffen. Ansonsten geht die Sucharbeit weiter, bis wir ihn dann gefunden haben. Aber, ja, man könnte jetzt auch ein Problem kriegen mit den Paladinen, wenn man nicht die Vorarbeit geleistet hätte, die wir schon erledigt haben. Mir ist das nämlich auch am Anfang so passiert, dass ich einfach hier nur hin und her gelaufen bin. Und dann bin ich den Paladinen direkt in die Arme gelaufen, woraufhin ich aufgrund dieser ganzen Curatio-Zauber erhebliche Probleme hatte, mit denen fertig zu werden. Das wollen wir ja jetzt verhindern, dass sowas passieren kann. Aus dem Grund begeben wir uns hier eigentlich jetzt in diese Richtung hier und suchen da oben nach dem Papst, der da irgendwo sein müsste. Nur die Frage ist halt, wo genau. Aber erst einmal gehen wir da lang. Ich warte auf dich. Move faster, Renier. Oh Gott. Fängt schon wieder an mit diesem Move faster. Gibt's ja nicht. Egal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wir müssen eigentlich jetzt im Grunde erstmal nur abwarten, bis Renier sich dorthin begibt. Beziehungsweise bis einer unserer Einheiten da angekommen ist, reicht es glaube ich auch, außer das heißt, gleich sollte eigentlich, ja, ein Event getriggert werden. Das ist die so, gegen Armee diese Bataillone müssen wir alle noch kämpfen. Whey! Erst dann ist die Mission geschafft.
Papst ihn einfach ab. Die faule, die feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. Sie rennen davon wie? Hatte nichts anderes erwartet. Wie lautet Ihr Befehl? Genau das hatte ich vor, René. So. Ah, Sie schicken mir einen Meteor. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir werden schon so mit denen fertig. Jede Wette. Deswegen müssen wir nur zusehen, dass wir hier wegkommen. Ich mag das natürlich nicht, wenn der Feind irgendwie Meteor wirkt permanent. Auch wenn René ein bisschen feuerresistent ist. Ist es nicht gut für meine... Ich diene euch jetzt seit der Hexter-Expedition. Ich brach das Gesetz meiner Art, das mir verbietet, anderen Rassen einen Treueeid zu schwören. Ich bat König Voldemar um die Erlaubnis, an eurer Seite zu bleiben. Die Aufseher werden jedes Jahr versetzt. Doch ich blieb in Hexter, um euch zu dienen. Ich weiß, Leinhard. Ich denke, ich habe euch auf jede erdenkliche Weise meine Treue bewiesen, mein Fürst. Und dafür werde ich euch stets dankbar sein, Reinhard. Mein Fürst, ich muss wissen, was mit euch los ist. Bitte sagt es mir. Die Gruber wollen wissen, Meister. Ich werde bald alles aufklären. Zunächst sollten wir aber die drei... Also, ihr merkt schon, irgendwas stimmt nicht mit Renier. Aber das erfahren wir jetzt jeden Moment. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir hier mit der päpstlichen Wache fertig werden. Und dann wird es ein bisschen genauer erklärt, was es denn hier mit Renier auf sich hat. So, jetzt habe ich mal Leinhard hinzugerufen. Der dann natürlich mit seinen Fledermäusen angreift und Urukubal rennt einfach alle um. Das ist schon ein Vorteil an so einem Ogre, ne? Der rennt einfach alle um. Okay. Hier muss ich aufpassen, wegen den Meteorenheiten wieder. Wegen den ganzen Meteoren, die mir hier wieder entgegengeschickt werden. Aber, hey. Die schießen meine ganzen Orks hier. So, dann reite ich sie halt nieder, während sie mich niederschießen. So, schauen wir mal bei Renier, wie es hier aussieht. Passt. Na komm, ich winde. 1, 2, 3. Und brenne, brenne! Sieht gut aus. Zeigt einfach auf ein Ziel. Ich mache Stacheln. So. Jetzt greifen wir da drüben noch an. Orks natürlich hier wieder schön boosten mit ihren Blutrausch-Attacken. Lass mich in Ruhe. Schau ich ins Kopfband. So. Hier haben wir noch ein paar Bogenschützen, die wir loswerden können. Aber ich glaube, wir haben es dann auch sowieso gleich geschafft. Und dann könnt ihr endlich mal erfahren, was los ist mit Renier. Ah, schon wieder ein Meteor. Was soll denn das? Naja, wir haben die gleich beseitigt, die Paladine. Ich will nur zusehen, dass ich meine Ork gerade dabei behalten kann. Wäre schade um die Energie, die dabei verloren ginge. Ja, wie machen wir das? Ich denke, ich lasse die Orks hier reiten und die anderen kümmern sich da oben um die Bataille, um das Bataillon, was noch übrig geblieben ist. Okay, jetzt wäre es vielleicht mal gut, wenn ich wieder einen Anführer finden könnte. Dann würde das Ganze hier viel schneller gehen. Ansonsten müssen wir uns hier wieder stückchenweise durchhacken. Und hacken, ja genau. Das heißt ja Hack and Slay. Na, ja, kloppen wir uns halt so durch. Und tschüss. Und... okay. Da haben wir jetzt noch welche. Okay. Sieht doch sehr gut aus.
So, das scheint das letzte Bataillon zu sein und danach haben wir diese Mission dann auch geschafft. Weg mit euch. Los, verlungen und stirbt alle. Schau ich alle kaputt. Und machen wir. Nee. Hier, dann fliegen. Und das war's für diese Mission. Also ihr seht, es startet gleich heftig. Wir sind auf der Papstverfolgung wegen dem ewigen Herzen. Vermutlich. Weil so hat es Renier schon angedeutet. Aber jetzt mehr dazu in der folgenden Cutscene. Werde ich es euch jetzt sagen. Der Papst hat das ewige Herz. Das ewige Herz? Es existiert wirklich? Ja. Wie könnt ihr da so sicher sein? Ich verkörpere seine Macht. Es ruft nach mir. Tja, das wussten wir aber, ne? Und wir gehen nach Arain. Als kleine Zwischenstärkung, bevor wir dem Papst weiterfolgen. Die Armee zieht sich vollständig zurück, nachdem sie von den Vereinigten Armeen der Zwergen und Elfen besiegt wurde. Ich habe nicht viel von ihr erwartet. Also das ist schon nach der Belagerung. Zudem befand sich ein Kaedes-Spion in Rumans Truppen. Doch er wurde getötet, als er versuchte, die päpstliche Armee zu kontaktieren. Und der Rest der Truppen? Rumen und die übrigen Einheiten haben sich gerade zur Hauptstreitmacht gesellt. Immer noch keine Spur von Lucretia, der Anführerin der Infanterie. Irgendwelche anderen Berichte von den Aufschieren. Sie scheinen alle damit beschäftigt zu sein, die Kaedes-Revolte niederzuschlagen. Weniger Augen, die mir nachspielen. Also könnt ihr die Dunkel essen. In der Tat, mein Fürst. Eure Befehle. Für den Rest des Krieges. Ignorieren. Ja, die Befehle erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.